Ja, liebe Gartenfreunde, das ist ein merkwürdiges Wetter im Moment. Also erst scheint die Sonne, ja, nicht so ganz entscheidend, aber immerhin. Dann tauchen auf einmal im Westen imponierende Wolkengebirge auf. Man meint, es kommt ein Weltuntergang. Dann anschließend regnet es so circa eine Minute. Ja, der Dauerregen lässt jetzt nach, heißt es dann so schön im Wetterbericht. Dann ist der ganze Spuk vorbei und das war's. Es bläst ein kalter Wind. Ja, und der Gernhardt und seine Pflanzen haben das Nachsehen. Es fehlt also richtig entscheidender Regen hier bei uns. Er fällt einfach nicht. Es sind immer so Mini-Regenschauer. Gut, da läppert sich was zusammen. Aber ja, das große Plus ist im Prinzip, da, dass es ziemlich kalt ist und dass dadurch die Verdunstung sehr gering ist. Naja, im Moment haben wir alles sattgrün hier. Von daher sieht es ganz gut aus bei den einheimischen Pflanzen. Aber was natürlich die edleren Sachen angeht, wie Tomaten und so weiter, die gedeihen eigentlich nur im Gewächshaus zufriedenstellend. Und auch den Blumenkohl hier im Hochbeet, den hat es erwischt. Da musste ich alle Pflanzen rausnehmen, weil die Bodenfröste, so Ende April, Anfang Mai, ja, das hat den Blumenkohlpflanzen hier den Rest gegeben. Kohlrabis haben es ganz gut überstanden, Salat auch, aber wie gesagt, der Blumenkohl ist auf der Strecke geblieben. Bis eben auf das Gewächshaus, wo wir auch einen kurzen Blick reinwerfen. Ja, dann das Zurückschneiden von Büschen nach der Blüte. Also bei Forsythien ist das nötig und auch bei meinem Mandelbäumchen. Also, wenn es interessiert, bleibt dran. Wenn es nicht interessiert, schalt ab. Auch in diesen ausgesprochen kalten Maitagen gibt es Sonnenfenster mit schönen Momenten. Ja, der Rasen wächst. Zeit für einen Schnitt. Ich schnappe mir den Mäher und tanke auf. Ich weiß selbstverständlich, dass eure Schuppen- und Gerätehäuser viel aufgeräumter sind als meins hier. Puh, so ist das halt. Den etwas überdimensionierten Mäher habe ich ja deswegen,
weil ich im Sommer damit den gesamten Heckenschnitt hier aufnehme und zerkleinere. Naja, und im Vertrauen, manchmal ist der Mäher auch ganz gut, um den alten Gärtner den Berg hochzuziehen. Die Blüte der Forsythien ist fast fertig, da fange ich an, sie zurückzuschneiden. Denn nur so bilden sie auch fürs nächste Jahr genug neue Blüten aus. So, da wollen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ein paar ganz alte, dicke Äste aus den Forsythien rausschneiden. Die sollen sich ja von unten neu verjüngen, einerseits. Aber andererseits will ich sie hier, wo sie als Hecke an der Grundstücksgrenze fungieren, auch nicht so radikal zurückschneiden, wie das vielleicht der Fall sein müsste, wenn man die verjüngen wollte. So, dann wollen wir das Zeug mal durchschreddern gleich. Ist ja immer besser, wenn man das sofort macht, dann ist das Holz noch weich. Ja, das Bild ist wohl bekannt, deshalb gleich weiter zum Ergebnis. Also hier Mulch für die Himbeeren. So, sieht gut aus. Prima Zeug. Es ist ja immer nur für sehr kurze Zeit, wenn uns die Mandelblüten erfreuen. Gleich nach der Blüte muss zurückgeschnitten werden. Das habe ich im vorigen Jahr versäumt und das sieht man. Der Busch ist sehr spillerig geworden. Es sind auch deswegen so viele kleine Zweige dran, weil er im vorigen Jahr mal ausnahmsweise nicht von der Monilia-Spitzendürre betroffen war. Also jetzt runter mit dem ganzen Zeug. Soll ja nächstes Jahr wieder gut austreiben hier. Ja, jetzt haben wir den hier mal so zurückgeschnitten, wieder so einigermaßen vernünftig reduziert. Es ist ja ein Busch, gibt die ja auch als Baum, aber das, wie gesagt, ist ein Busch und so müsste das hinhauen. Ja, hier den Cotinaster, den kleinen Busch, habe ich auch so noch etwas gezähmt, damit sich das hier wieder sehen lassen kann. Jo, was machen wir denn hier mit den Osterglocken? Ja, also die Blüten sind ja schon ziemlich ab. Das heißt, die werde ich entfernen. Die Pflanzen sollen ja ihre Power nicht in Blüten und Samenstände jetzt investieren, sondern in die Knollen, damit die nächstes Jahr wieder satt und fett austreiben. Also, die Blüten kommen ab. Das geht ja nun relativ einfach. Und das war's. Gemäht wird hier natürlich so lange nicht, bis das ganze Laub wirklich braun ist. Man also sicher sagen kann, jawohl, das ist jetzt im Boden verschwunden. Power. Ja, so ist nun mal der Lauf der Dinge hier. Kriegen die ein bisschen Dünger auch noch, die nächstes Jahr was haben. So. Jo. Passt. Ja, die fangen doch jetzt hier ganz schön an zu blühen, die Blaubeeren. Und dann sind natürlich auch die Insekten, die Fluginsekten nicht weit.
Haben wir letztes Jahr ja eine tolle Ernte eingefahren. Gucken, ob uns das dies Jahr auch gelingt. Ich habe ja hier irgendwann die so richtig aus dem Winterschlaf geweckt. Ein bisschen neue Erde drauf getan. Diese saure Erde, diese Moorbeet-Erde. Und dann eben auch mit dem entsprechenden Dünger für Moorbeetpflanzen gedüngt. Nicht zu viel, aber die machen einen guten Eindruck. Ja, sollen sie mal reinhauen, ne? Also gibt es Zwetschgen? Mutmaßlich nein. Ich glaube nicht. Da war doch zu schlechtes Wetter, zu kalt immer, als der geblüht hat. Auch so etwas nur ja, verschüchtert geblüht in diesem Jahr. Ich glaube, das gibt nichts. Gibt es Kirschen? Ich weiß nicht. Hat ja nicht gerade unter optimalen Bedingungen geblüht, der Baum dieses Jahr. Im ersten Moment macht das doch den Eindruck, als wenn es welche geben könnte. Also Baum, hau mal rein hier. Mach's Beste draus. Ja, hier kommen im Moment mehr Blumen als Himbeerbüsche. Hält sich ungefähr die Waage, da muss ich also unbedingt ran. Auch hier, wo der viele Girsch ist, muss ein bisschen zurück, damit er mir nicht die Büsche hier platt macht. Ja, nun könnte man natürlich denken, beim Garten-YouTuber, da ist das Unkraut weniger. Oder dann nimmt das Unkraut Rücksicht. Nein, tut es nicht. Ich kann euch beruhigen. Also mal los jetzt. Einige Zeit später sieht es dann so aus und jetzt können die Himbeeren hier unbeschwert austreiben. Ja, eine wahre Freude ist das hier, jeden Morgen das Gewächshaus aufzumachen. Wir sehen hier tollen Blumenkohl, der sich super entwickelt. Und dann in der Mitte Salat, da haben wir schon ganz viel geerntet. Und die Tomaten, die ja hier jetzt seit einer knappen Woche drin, ja, seit einer Woche drin stehen, ja genau. Seit einer Woche sind die Tomatenpflanzen hier im Quatsch, im Gewächshaus. Und so langsam müssten die hier ja sich richtig gut einrichten. Ja, Vordergrund hier eben die Kohlrabi, klar, ne? Die kommen jetzt auch, also ich schätze mal noch eine Woche, dann können wir die ersten hier auch ernten. Und der Salat, wie gesagt, laufend jetzt und der Blumenkohl, naja, also ich gebe ihm noch so 14 Tage. Das war's dann erstmal mit dem Blick ins Gewächshaus, denn darüber und übers Hochbeet in der Kältekrise gibt's demnächst einen eigenen Film.